Ich weiß nicht, ob ihr mich hört, aber ich glaube schon. Periskop. Gehen wir jetzt mal einfach schnell rein. Endlich. Ach nee, wenn jemand zuguckt, kann ich nicht. Ich gucke nicht hin und außen war das falsch, was ich da zum Fragezeichen. Also rechts. La 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 la. Du, ich bin, du hast Bock. Was? Oh, scheiße, was? Ups, egal. Rechts, warte. Ja, rechts. So, dann können wir die jetzt zusammensetzen. Ist denn das noch da? Hallo, wo ist denn das? Alter! Diese Bugs drängen mich so auf. Die Turnierenfinger sind weg. Mal gucken, wie gut er mich jetzt noch sieht. Ist das falsch rein? Ja, Alter! Ja, dann halt links. Du schon wieder? Ich hab dir doch gesagt, bin ich ja auch. Ich bin eins. Du hast zwar einen gewaltigen Schatten bei deinem Verdammt, ich verstehe ein... Nimm das Ding jetzt. Na gut, der Plan an sich ist zwar perfekt, aber vielleicht könnte er noch ein wenig feinschliffen. Ja, kann er. Da schon doch rechts. Ah nee, ach so. Ich wusste doch, dass ich sie kaputt kriege. Man sollte mich eben... Sollen wir sie denn nochmal kaputt machen? Alter, was für eine Umständlichkeit. Aber dann kommen wir wenigstens da rein. Dann sind wir eine Folge weiter. Das sind wahrscheinlich jetzt schon 20 Folgen. Dann sind wir jetzt mal... Den machen wir jetzt mal da rein nochmal. Ich habe sie bereit und ich lasse sie nicht. Aber Gründlichkeit gehört nicht dazu. Ja, wie bekommen sie wieder kaputt? Ich wusste, man sollte mich eben... Ja, dann machst du noch mal kaputt. Damit. Entschuldige, aber ich... Auch nicht. Sie... Müssen wir uns jetzt nochmal unsichtbar machen, glaube ich. Er ist weg! Nein, doch nicht. So, jetzt gehen wir raus. Ja, ist schon gesagt. So, was können wir damit das kaputt machen? Vielleicht habe ich sie falsch zu sagen. Ja, hast du. Ich nehme sie lieber wieder aus. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Oh Gott, ich bin total unkonzentriert. Weil die ganze Zeit die Störung da war und... Sonnenbrillenglas, linke Fassung. Schnell, Bus. Los, schneller. Mal gucken, wie gut er mich jetzt noch sieht. Jetzt gehen wir endlich mal rein. Ja. Wir sind weiter. Okay. Die Musik ist gut. Vorhang. Moment mal. Hier ist ein kleines Schild aufgenäht. Wir müssen draußen bleiben. Und darunter ist ein niedlicher Welpe abgebildet, der kein Mitglied beim unorganisierten Verbrechen ist. Normalerweise ignoriere ich ja jede Art von Hinweisschild. Aber verflucht, der Welpe ist wirklich niedlich. Also, wir sind beim unorganisierten Verbrechen. Tür zum Funkraum. Da schau her, der Stachelbär. Wenn das mal keine Funkstation ist, was haben wir denn da? Irgendwelche Dias. Das müssen die Pläne des unorganisierten Verbrechens sein. Ja, mal gucken, toll. Was diese Heinis vorhaben. Eigentlich wollte ich mich noch umschauen. Moment mal, das ist ja nur Gekrakel. Da hat jemand mit Fingerfarbe drauf rumgeschmiert. Das ist doch... Hallo, Wink, bitte kommen. Oh oh, da kommt ein Funkspruch. Wink, melden Sie sich. Oh Gott. Moment mal. Ja. Das kenn ich. Ja. Das ist doch... Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk. Oh Gott. Es ist... Wink, antworten Sie doch. Hier spricht Cletus. Oh Gott, ist der hässlich. Es ist doch Cletus, klar. Bulls Verlobter.
Ex-Verlobter vielmehr. Scheinbar hat er den Absturz des Notboots überlebt. Schade. Aber was hat er mit dem unorganisierten Verbrechen zu schaffen? Weiß ich doch nicht! Geh mal ran. Bei meinen Imitationskünsten wird er keinen Verdacht schöpfen. Hallo, Klitus. Wink, sind Sie das? Klitus. Warum reden Sie denn so komisch? Ich rede nicht komisch. Ich klinge genau wie Wink. Ein phonetisch geschultes Ohr würde das sofort hören. Reden Sie keinen Unsinn und kommen Sie zur Sache. Sie wissen doch genau, dass uns nicht viel Zeit bleibt. Also, haben Sie meine Verlobte aufspüren können? Sie mein Ex-Verlobte? Ich meine Kohl, meine Verlobte. Warten Sie. Ich habe das Bild besorgt, das Sie haben wollten. Sie können es sich als Dia ausdrucken. Und hier ist das Bild von der Datasette, auf der sich die Aufstiegscodes befinden. Aufstiegscodes? So, so. Der alte Schnösel hat also immer noch nicht aufgegeben. Mhm. Wie war das? Die alten Brösel lohnt es sich noch immer aufzuheben. Ja, das sagt mein Börsenmakler auch immer. Brauchen Sie noch weiteres Material? Wo sind Sie eigentlich? Wozu brauchen Sie die Aufstiegscodes noch gleich? Wozu die Eile? Wir müssen den Auftrag leider ablehnen. Mhm. Wo sind Sie eigentlich? Warum wollen Sie das wissen? Einfach so. Ja, gute Frage. Warum nur? Wegen der späteren Übergabe. Meine Antwort wäre zwar plausibler gewesen, aber... Ja, genau. Ich befinde mich in einem Organon-Sprengturm. Direkt an der Kreuzertrasse nach Porta Fisco. Die Koordinaten finden Sie auf dem folgenden Dia. Aber melden Sie sich nochmal, bevor Sie hier auftauchen. Sonst sorgt der Organon dafür, dass Ihr Tauchboot die Wasseroberfläche nicht wieder sieht. Haben wir uns verstanden? Ja. Das habe ich Ihnen doch bereits gesagt. Ja, Sie haben aber auch eine ziemlich miserable Aussprache. Ich erkläre es Ihnen noch ein einziges Mal. Das letzte Hochboot verlässt Deponia in einer Woche von Porta Fisco aus. Wenn also die Aufstiegscodes nicht bis morgen bei mir sind, komme ich nicht mehr rechtzeitig nach Elysium zurück. Das wäre ja nicht auszudenken. Das kann man so sagen. Eigentlich dürften Sie das alles gar nicht wissen. Aber ich verrate es Ihnen trotzdem, weil ich weiß, wie wichtig motivierte Mitarbeiter sind. Aus Gründen, die Sie nun wirklich nichts angehen, muss ich dem elysianischen Ältestenrat berichten, dass Deponia unbewohnt ist. Davon hängt sehr viel ab. Alles andere ist unwichtig. Mhm, genau. Ulysses, der Oberkontrollrat des Organon, will kein Risiko eingehen. Wenn mein Bericht Elysium nicht rechtzeitig erreicht, wird er dafür sorgen, dass Deponia tatsächlich unbewohnt sein wird. Wie war das? Wie war das? Dem Organon stehen die entsprechenden Mittel zur Verfügung, den gesamten Bereich um das Rostrote Meer in eine Wüste zu verwandeln. Wenn ich die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen halte, werden sie von diesem Sprengturm aus eine Bombe abwerfen. Als Folge wäre voraussichtlich alles Leben auf Deponia ausgelöscht. Dieses Dia sollte Beweis genug dafür sein. Aber dann wären Sie auch tot. Bravo! Sie beginnen zu verstehen, warum es mir so wichtig ist, Goal wiederzubekommen. Hoffentlich sind Sie jetzt angemessen motiviert, sie auch zu finden. Nein. Cletus out. Nein, warte. Ein Moment noch. Verdammt. Was für ein Arsch. Was mache ich denn jetzt? Wenn Cletus die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen hält, wird alles Leben auf Deponia vernichtet. Aber wenn er sie bekommt, wird ganz Deponia vernichtet. Ich muss ihm irgendwie zuvorkommen. Und scheinbar hängt alles davon ab, wie schnell ich Goal überzeugen kann. Ja. Also letztlich meinem Nein, deinen... Ach, Schatz. Kannst du auch angucken? Hallo? Ach nee, du hast ihn schon. Ist. Er geht nicht mehr ran. Ja. Ich wollte nur gucken, dass du die Dias dabei hast. Draußen. Da können wir noch halt die Turnierfinger-Handschuhe-Dinger benutzen. Ja, das sind sie ja. Was? Nein, nicht da! Du bist so doof. Los, du gehst jetzt raus. Ja, los, los, schneller. Hopp, hopp, hopp. Kommt man denn jetzt? Okay. Ein Knopf. Da komme ich wohl nicht hin. Kitty. Kitty, ach wie süß. Ich sehe Kitty nicht. Kitty, ach wie. Okay, was ist?
Kitty. Da wir gehen mal raus. Warte mal. Mir fällt nichts ein. Ach, wir machen jetzt einfach mal Lady Gold oder Krawall Gold. Ah, warte. Es ist wohl schon der neue Erde. Das ging aber schnell. Ich habe da so eine Kiste bei Doc gesehen. Ja, 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 das habe ich. In der Tat. In der Tat. Das Bozo. Nein, machen wir jetzt nicht. Nein, das ist er nicht. Wir müssen diesen Trottel da. Airbag. Noch ein neuer Airbag. Wie viele Ersatz-Airbags hat Doc denn nur auf Lager? Ich glaube, ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Ja, ich meine Aufnahmepause. Danke fürs Zugucken und ich lache nicht mehr über sein Aussehen. Es tut mir schon fast leid, dass er wieder fast getötet wurde. Ja, also, danke fürs Zugucken. Es war eine Scheißaufnahme. Ja, aber jetzt ist sie beendet. Danke. Schreibt bitte Kommentare und bewertet dieses Video. Danke. Tschüss.